Also wenn ich mit meinen Freundinnen beim Langlauf bin, dann kommt meistens die Frage, oh Katrin, oder vorher schon, was ziehst du jetzt an? Draußen stürmt, es ist richtig kalt, keine Ahnung. Und ja, es ist eigentlich jedes Mal die gleiche Antwort von mir. Es gibt natürlich kein zu schlechtes Wetter, sondern nur zu schlechte Kleidung. Deshalb ist für mich immer wichtig, ja, Zwiebelsystem. Da kannst du nie was falsch machen. Du ziehst dir eine lange Unterwäsche an, dann ziehe ich meistens einen Langlaufanzug drüber und je nachdem, wie kalt es ist oder zum Warmmachen, eine Überhose, weil die kannst du dann auch immer ausziehen. Das heißt, wenn es dir warm wird, ziehst du die Überhose aus und die Weste drüber oder wenn es ganz kalt ist, einfach noch einen Windbreaker drüber, den du dann immer ausziehen kannst. Also bei der Chiemgau Team Trophy kannst du dir natürlich auch einen Rucksack mitnehmen, dir die Dinge dann in den Rucksack stecken, wenn es dir zu warm werden sollte, weil lieber ein bisschen zu warm als zu kalt ist mein Motto, weil ich laufe da nicht allzu schnell. Ich möchte natürlich auch ab und an mal stehen bleiben, dann wird es mir natürlich kühl, dann brauche ich wieder was zum drüberziehen. Deshalb Zwiebelsystem, lieber ein bisschen mehr mitnehmen und dann auch die Möglichkeit, das wieder auszuziehen oder bei einer Servicestation irgendwo abzulegen und ja, dann bist du immer gut gekleidet. Und bitte? Ja, das passt auch. Ja, hat was.